willkommen zu unserer Fitorial 5 Challenge, schon Tag 25. Ja, hat er wahrscheinlich lange geübt. Ich mache Gebärdensprache auch heute. Ja. Das war alles, was ich kann. Okay. Hervorragend. Ist auch, glaube ich, keine Gebärdensprache. So weiter. Und heute machen wir ein Workout. Beginner, ja. Advanced, worauf immer du Lust hast. Oder wenn dir so ein paar von den Variationen, die wir schon vorgestellt haben, im Kopf geblieben sind und du sagst, oh ja, das möchte ich unbedingt austesten, dann kannst du auch jede Übung einfach dann dadurch ersetzen. Also nicht jede Übung durch die eine, sondern die spezielle Übung dann durch die Variation. Ja, ansonsten würde ich sagen, legen wir los und nach dem Workout dranbleiben, weil dann hängen wir noch ein kleines Stretching hinten dran. Alles klar. Fitorial 5! Get ready for Fitorial 5. Squats in 3, 2, 1, go! Du kennst das, du bestimmst das Tempo, du bestimmst den Radius. Hauptsache, du lässt oben die Knie nicht einrasten. Push in die Fersen, wenn du hochkommst. Und spann den Po immer fest an. Weil der wird hier auch noch schön mitbearbeitet. Das sind ja nicht nur die Oberschenkel. Halt mal halb. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ich starte auch im Trizeps und dann. Dann immer Brust. 3, 2, 1, go. Und du erinnerst dich bei der Option, die Ellbogen schön an den Rippen vorbei, Richtung Hüfte, Gelenke schützen und den Trizeps effektiv bearbeiten. Weitersetzen und jetzt die Ellbogen bewusst nach außen schieben. Yeah, you're a lovely paddler. Von Anfang an länger erzeugen. Und spüre wirklich nach, ob du deinen Po super fest anspannst. Du willst dir unbedingt deinen unteren Rücken schützen. Und blicke mal ganz entspannt Richtung Matte. Langer Nacken. Neben mir wird durchgezogen. Häng in die Hange. Nochmal schön sinken lassen, den Bauch maximal anspannen, genauso den Po, die Oberschenkel, alles ist angespannt, alles arbeitet gerade. Und trotzdem atmen. Crunches. Füße am Boden oder in die Luft. Knie dann exakt über die Hüfte.
go. Und immer wenn du merkst, du lässt nach in der Technik, setz die Füße ab. Und wenn du merkst, dass du zum Beispiel anfängst, die Ellbogen einzuklappen, dann verlangsame lieber das Tempo, um noch kontrollierter zu arbeiten hier. Und Atmung ist super wichtig. Atme aus und ein. Aus und ein. Klingt so banal, aber vergessen wir gerne bei Anstrengung. So. Ready to stretch. Nicht abschalten. So, womit fangen wir an? Wir bringen ein bisschen Länge in die Körperrückseite und wir machen eine schöne Vorbeuge. Oh, das kenne ich. Ich muss nur so. Yay. So der Klassiker. Vorbeuge klingt auch so easy. Einfach mal so vorkippen. Ist es aber gar nicht. Man muss eigentlich schon auf ein paar Details achten. Komm mal in den hüftschmalen Stand. Und dann, das Erste, was wir machen, ist, wir rollen jetzt wirklich mal Wirbel für Wirbel ab. Und wir fangen wirklich hier beim Kinn an, zieh dein Kinn ran und dann rollst du dich tief. Beug die Beine und geh erstmal so weit, wie du kommst. Ja, Fingerspitzen zum Boden, wenn das passt. Ganz wichtig, eben die Knie auch beugen. Ja, und jetzt beugst du die Knie noch mehr und zwar so weit, bis du deine Brust, die Oberschenkel wirklich berührt. Weil dann hast du eine wunderschöne Länge im unteren Rücken. Und dann zieh dein Kinn ran, lass deinen Kopf wirklich hängen. Also du schaust zwischen deinen Knien durch und hast du wieder einen wunderschönen neutralen Nacken. Und dann müsstest du eigentlich jetzt schon einen Zug über die Beinrückseiten spüren. Und wenn du das Ganze noch ein bisschen verstärken möchtest, dann schiebst du ganz sanft deine Sitzbeinhöcker mehr zur Decke. Aber verlier nicht den Kontakt zwischen Brust und Oberschenkeln. Und dann nimm mir einfach mal ein paar tiefe Atemzüge. Mir hilft das manchmal, dass ich meine, wie heißt denn das hinten, Achillesferse mit den Händen so umschließe. Ja, man kann auch die Arme hinter den Kniekehlen verschließen. Man kann auch hier vorne seine Ellbogen umfassen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber nicht jeder kommt an seine Achillesferse, ne? Ach so, ja gut. Ja, weil dann habe ich die Garantie, dass ich mit meinem Oberkörper auf den Oberschenkeln, bleibe. Bist du jetzt einfach wieder hochgegangen? Entschuldigung. Ich wollte jetzt wirklich Wirbel für Wirbel wieder aufrollen. Mhm. Ja, und als allerletztes ist es der Kopf, den du hebst. Sehr schön. Einmal hier schön die Perlenkette auseinandergezogen. So. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Bruststretch. Ich zeige nochmal das, was ihr eh schon kennt. Nämlich die schöne Öffnung hier auf Brusthöhe, Daumen ziehen zurück, sodass du die Öffnung hier spürst. Der Sinan, der nutzt ganz gerne Wand, Säule, was auch immer man gerade so hat, als Hilfsmittel. Das kann man auch echt gut machen, um dann nochmal ein bisschen intensiver in die Dehnung zu kommen. Worauf man dann achten muss. Ja. Und zwar hier rechter Winkel. Und hier die Schulter an der Wand. Die hält den Kontakt. Genau, und dann dreht man sozusagen auf und dann hat man hier eine schöne Dehnung. Ja, hervorragend. Und dann machen wir zum Ausgleich dazu jetzt einen schönen Schulterstretch. Mhm. Und zwar bringst du einen Arm vor, nicht hoch, sondern vor. Und dann mit dem anderen ziehst du gegen, entweder am Unterarm oder am Oberarm. Vermeide hier gegen das Ellbogengelenk zu schieben. Und am besten auch wirklich mit dem Unterarm, weil dann hast du gar nicht erst so ein, dass du so anfängst daran zu reißen und die Schultern schön fallen lassen. Okay. Ja, wir machen gerne so das hier, fallen lassen. Und dann spür den Stretch einmal schön über die Schulter. Und dann lösen und Seitenwechsel. Schön tief ziehen und Schulterstretch einmal genießen. Dann löse. Und dann öffnen wir noch ein bisschen die Körperseite mit einer schönen Seitbeuge. Auch hüftschmaler Stand. Und dann lässt du den Arm steigen. Und dann kippst du. Die Hüfte bleibt am Platz
Und die Bewegung kommt wirklich nur hier oben aus der Brustwirbelsäule. Lass auch hier die Schultern entspannt fallen und dann spür die Öffnung einmal über die Körperseite. Und jede Seitbeuge bringt auch immer super viel Entlastung für den unteren Rücken. Seitenwechsel. Ja, du musst gar nicht so tief gehen. Erzeug lieber Länge, indem du die oberen Finger noch ein bisschen weiter von dir wegziehst. Mit der Ausatmung Schultern weich werden lassen. Und dann löse. Und das sind alles so Übungen, das kann ich euch auch nochmal mitgeben. Wenn ihr zum Beispiel, ihr wart wandern oder habt einen 20 Minuten Walk, also dass ihr so ein bisschen warm seid, immer einfach mal machen. Ja. Zwischendurch. Also nicht, eben nicht jetzt kalt, aber wenn man sich schon mal ein bisschen bewegt hat, nochmal daran erinnern, ah, komm, ich mach mal ein bisschen hier Vorbeuge oder ich mach mal ein bisschen das. Weil auch hier, je häufiger ihr das macht, desto besser. Ja, es ist ja wieder dieser Fehler, ich mache irgendwie 2 Wochen gar nichts und dann so 30 Sekunden, auch was wir jetzt hier machen. Das ist ja ein ultra kurzes Programm. Das ist ja, also es ist nicht mal, es ist eigentlich eine Idee. Und was ich immer praktisch finde, ist wirklich, wir hatten das ja auch schon mal im Video, sowas in den Alltag zu integrieren. Ja, das ist dann, ihr habt gerade irgendwas gemacht und dann fangt ihr an, einfach mal das zu machen. Ja, das kann auch sein, dass das... Knie eng, Entschuldigung. Ja. Ja, so nicht, sondern so. Und wenn ihr das dann halt eben schafft, Schritt für Schritt in den Alltag zu integrieren, dann seid ihr irgendwann ein Sportler. Weil dann fühlt es das nicht mehr an, so, oh, ich muss ja noch stretchen. Nein, ihr macht das einfach. Ihr habt gerade, weiß nicht, 20 Minuten mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dann macht ihr eben noch das. Und dann macht ihr noch das. Und dann macht ihr noch eine Seitbeuge. Und schon habt ihr das integriert und es wird immer besser mit der Zeit. Das ist das Schöne. So, wir sehen uns morgen wieder. Genau.